Endlich ist es soweit. Mit dem ab sofort für PC Game Pass erhältlichen Total War Warhammer 3 bekommt Creative Assemblies Trilogie das furiose Finale spendiert, das sie verdient hat. Wir stellen euch das Strategiespiel-Spektakel etwas näher vor und zeigen, warum ihr es auf keinen Fall verpassen solltet. Freut euch auf tolle Grafik, riesige Schlachten, eine packende Story und vieles mehr. Total War Warhammer 3 vereint den strategischen Tiefgang und das preisgekrönte Gameplay der Total War-Reihe mit dem einzigartigen Warhammer Fantasy-Universum und seinen unverwechselbaren Charakteren und Völkern. This burden is mine to bear. Im Zentrum des Spiels stehen wie gewohnt die fantastisch in Szene gesetzten Schlachten mit riesigen Armeen, die mit großer Liebe zum Detail umgesetzt wurden. Zahlreiche neue Missionstypen sorgen dafür, dass hier keine Langeweile aufkommt. Es gibt im Vergleich zu den Vorgängerspielen aber auch wichtige Neuerungen. Der Prolog des Spiels ist ein sehr umfangreiches Tutorial mit starkem Story-Fokus, das für Einsteiger und Total War-Veteranen gleichermaßen einen guten Einstieg in die komplexen Gefechte von Total War Warhammer 3 darstellt. Die zweite große Neuerung betrifft den Dämonenprinzen. Das ist ein legendärer Held des ungeteilten Chaos, den ihr nach euren Wünschen konfigurieren könnt. Durch Erfolge in Schlachten erhaltet ihr dämonischen Ruhm, den ihr in neue Fähigkeiten, Ausrüstungsteile oder Boni investieren könnt. Es gibt mehrere Millionen Kombinationsmöglichkeiten dieser freischaltbaren Extras, was euren Dämonenprinzen wahrhaft einzigartig machen sollte. Noch wichtiger ist aber, dass ihr als Dämonenprinz eure Armee aus beliebigen Einheiten der vier Dämonenvölker zusammenstellen dürft. Mit dieser maßgeschneiderten Streitmacht zieht ihr im Kampagnenmodus und in ausgewählten Multiplayer-Gefechten in die Schlacht, um euren Feinden das Fürchten zu lehren. In der Solo-Kampagne dürft ihr nicht nur die Chaos-Dämonen und den Dämonenprinzen befehligen, sondern auch die Kontrolle über 7 weitere Fraktionen aus dem Warhammer-Fantasy-Universum übernehmen, um die komplett neue Story zu erleben. Diese Vielfalt an Völkern sorgt auch für einen hohen Wiederspielwert, denn jede Fraktion spielt sich anders und verfolgt im epischen Konflikt von Total War Warhammer 3 ihre eigenen Ziele. Auch im Mehrspielermodus, der diverse Spielvarianten und Schwierigkeitsgrade bietet, erwarten euch 3 umfangreiche Kampagnen mit bis zu 8 Spielern. Total War Warhammer 3 ist nicht nur für Fans des Warhammer Fantasy-Universums gemacht. Auch Strategen, die normalerweise mit Dämonenprinzen, Orks und Chaoskriegern nichts am Hut haben, dürften dank des taktischen Tiefgangs ihren Spaß mit diesem neuen Total War haben. Worauf wartet ihr noch? Stürzt euch in die Schlacht!